Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zoo 2 Animal Park. Ja, ich bin schon mal bei den Wombats wieder gelandet, denn ich hatte diese Woche Glück oder diese Tage jetzt Glück. Ich habe nämlich ein Puzzleteil zur Wasserstelle bekommen. Können wir natürlich auch gut für die Aufgabe, die wir in der letzten Folge bekommen haben, verwenden, ja. So dass ich gedacht habe, wir machen jetzt erstmal als allererstes bei den Wombats noch ein bisschen Gehegeeinrichtung, ja, dass die beiden sich auch ein bisschen wohler fühlen. Damit haben wir diese Quest dann hier auch abgeschlossen. Klick, 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 klick. Oh yeah. Und da gibt es 13.400 EP. Yay. Ein bisschen Taler. Oh, schön. Und die Tierpflegerin für 7 Tage. Sehr schön. Und weil es so schön ist, kriegen wir natürlich eine neue Quest. Das ist schön. Die habe ich schon abgeschlossen. Sehr schön. Also 35 Tröge sollte ich bauen, 25 Wasserstellen und 50 Gehegedekos habe ich getan. Sehr geil. Da gibt es dann auch noch mal Erfahrung. Oh, 10 Diamanten, sehr schön. Und Puzzleteile für die, oder ein Puzzleteil für die Zwergpalme im Dschungel. Na, das ist doch mal toll. Klasse. Super, super. Tada! So fängt die Folge ja echt geil an. Guck mal. Sehr schön. Level 60, ja. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, geil, oh, vielleicht schaffe ich es ja, Level 60 zu knacken. Seht ihr mal. Und ausnahmsweise hat sogar mal in der Folge geklappt. Sehr schön. 16.000 Münzen, 60 Diamanten. Aber das ist ja bis jetzt immer so gewesen, ne? Wenn man so ein, sag ich mal, 10er Level erreicht, dann bekommt man das auch an Diamanten. Das ist sehr schön. 6 seltene Truhen. Uiuiuiui. So, hier ein Königsfelsen-Savanne-Teil. Und freigeschaltet haben wir die Tanne mit Schnee. Oh, für die Eisgehege, sehr gut. Und den Eisweg kann ich jetzt endlich bauen. Ja, geilo. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, für die Eisgehege, ne? Das nehmen wir. Und weil es so schön ist, kriegen wir noch eine neue Aufgabe. Züchte Ozelot-Babys. Und das sollen wir dann auch gleich wieder auswildern. Na, das ist ja ein Traum. Na, mal gut, dass ich das schon habe, ne? Ach Mann, immer wenn ich denke, ich baue hier endlich mal was ab, kommt was Neues dazu. Aber gut, ist halt so. Ja, sehr schön. Trotzdem machen wir jetzt erstmal die Wombats fertig. Denn die wollen noch ein Spielgerät haben. Und damit sind die beiden Schnuckelchen fertig. Dann gucken wir doch mal in die Gehege rein. Das ist ein Berggehege. Haben wir hier auch irgendeine Deko noch, die wir für so kaufen können? Haben wir natürlich nicht. Das ist ja schade. Okay, wenn ich mal wieder eine Bergdeko fertig habe in den Puzzleteilen, dann werde ich die hier reinsetzen. Ne? Sehr, sehr cool. Na, seht ihr mal, es geht vorwärts. Das heißt, unsere Wombats haben jetzt auch eine Wasserstelle. Und was zum Spielen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, dieses Gehege habe ich warum auch immer gebaut. Ich weiß es nicht. Habe mich irgendwie vertan. Denn ich wollte eigentlich ganz gern den Sekretär kaufen. Und das machen wir für echt Geld. Da werde ich jetzt das Puzzleteil, was ich habe, nicht für verwenden, ja. Das, zur Not tausche ich es ein, denn ich mal für 55.000 kriegt man ja doch relativ schnell, ne? Ja, guck mal hier. Dann haben wir hier den ganzen nochmal. Sehr schön. Also noch eine Quest fertig. Und es gibt wieder Geld und es gibt Erfahrung und gleich wieder eine neue Quest. Nein, sensationell. Was ist da los? Okay, da gucken wir nochmal rein in die Steppe. Ihr bekommt natürlich einen Trog. Braucht ihr durch Zufall so ein Spielgerät? Das habe ich nämlich. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ein Spielgerät und eine Wasserstelle wollen die auch haben. Ja, dann gucken wir doch mal. Guck mal, das passt natürlich. Ach ja, Savanne, okay.
Warte mal, haben wir hier noch was anderes in petto auf Lager? Ach, ich habe hier so viel Gedönsens. Guckt mal hier, hat geklappt, habe ich aus Versehen, weil früh morgens vergessen, ein Foto zu machen, kann ich euch also nicht einblenden, dass die Zucht geklappt hat, aber ihr seht es hier auch. Ich habe ein Level 6 Häschen gezüchtet bekommen. Juhu! Voll niedlich. Finde ich gut. So, warte mal, da müssen wir jetzt mal gucken. Wir sind in einem Steppengehege unterwegs. Haben wir da irgendwas, was fertig ist? Was wir für die kleinen Schnuckelzchen noch verwenden können? Was ist das denn? Das ist Savanne. Nö. Sieht, warte mal hier. Steppe, hier gibt es Grasbündel. Das nehmen wir mal mit. Das Bündel. Ja, ihr wisst Bescheid. Oh, hier gibt es nochmal was für die Steppe. Wir machen mal nur zwei. Das ist doch gut. Wald. Wasserstelle, Steppe. Hier, vollenden. Eine reicht mir. Ein Träumchen. Na, seht ihr mal. Vollenden. Oh. Ich wollte. Bitte was? So, haben wir. Pass auf, da gucken wir mal hier rein. Also auf jeden Fall kriegt ihr hier noch eine Wasserstelle rein. Die kommt mal hier hinten hin, mal auf die andere Seite. Ja, da freuen sie sich, die Kleinen. Guck mal, hier kriegt er ein Gras hin. Hier vorne. Ne, warte mal, eins heben wir uns mal auf. Ein Löwenzahn hier hinten noch hin. Ne, wir heben das mal auf. Vielleicht habt ihr noch andere Gehege, die da nicht so schön sind. Oder die noch ein bisschen kahl sind. Das ist doch cool. Na, seht ihr. Haben sie also alles Grundlegende schon da, die beiden Sekretäre. Und dann kann es losgehen. Na, seht ihr. Sehen lustig aus, ja? Sehen sehr, sehr lustig aus. Die sind aber doch tatsächlich... Warte mal, wir nehmen das mal hier so... Packen wir mal so ein bisschen an den Rand. Das ist ja leer. Müssen die Leute nicht an einem leeren Gehege vorbeigehen, ne? So, dann seid ihr auch richtig an der Straße dran oder am Weg dran. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Haben wir das auch gemacht. Sehr schön. Sekretäre und Wombat, das war das, was ich jetzt als, ja, für mich als Hauptziel hatte. Und dann wollte ich gucken, wie viel Taler ich über habe. Denn es gibt noch so ein paar Tierchen, ich weiß nicht warum, aber ich war irgendwie immer der festen Überzeugung, die kosten Diamanten. Gut, dass ich jetzt mal nachgeguckt habe. kosten sie eben nicht. Also der Riesentukan, warte mal, wir gucken hier nochmal rein. Aber wenn das Telefon nebenbei klingelt, da kommt man immer ein bisschen aus dem Konzept. So, das ist dieser hier. Der passt hier ja noch mit rein. Mensch, so haben wir davon wenigstens zwei. Sehr cool. Also auch zu zweit. Das Gehege ist aber schon fertig. Also was heißt fertig? Hat jetzt gepasst. Hat alles, was sie brauchen. Sehr cool. Dann ist der eine Tukan Gott sei Dank nicht mehr alleine. So. Ach, warte mal. Wenn das Menü offen ist, kann ich nicht mit der Tastatur hoch und runter fahren. So, dann machen wir nochmal sauber. Und dann haben wir ja noch unser schönes Nilkrokodil halt. Gar nicht. So. Tiere. Tiere. Dschungel. Und das kostet auch nur 50.000. Aber dafür haben wir gar nicht genug Platz. Und da hatten wir ja im Livestream hier extra diese wunderschöne Katze hingestellt. Warte mal, die können wir ja mal ein bisschen weiter hier an den Rand stellen. Um den Platz zu reservieren. Aber wir gucken mal, vielleicht reicht das ja sogar. Gehege vergrößert. Ich brauche nämlich nur noch dreimal. Sehr schön. Und schon haben wir den Platz dazu bekommen. Das heißt, das Krokodil, können wir auch platzieren. Juhu! Sehr schön. Ja, seht ihr, ist das Krokodilchen auch nicht mehr alleine. Ich würde das Ganze und gar hier erstmal so lassen. Guck mal, da freut sich der kleine Mann hier unten. Sehr schön. Ja, super. Sehr cool. Ist er nicht mehr alleine, hat auch noch jemand Zweites dazu. Haben sie was zu tun? Können sie miteinander spielen? Ist doch super, oder? Ich find's gut. So, beim Eisgehege hatten wir ja gesagt, das klappt noch nicht so ganz, ne? Gehege.
Also, heute muss ich alles 50 mal klicken. Jetzt habe ich keine 32.000 Münzen mehr. Das heißt, ich werde dann mal versuchen, bis Mittwoch so weit zu kommen, dass ich genügend Moneten habe, um mir ein weiteres Eisgehege zu leisten, damit wir denn die paar Polarwölfe noch kaufen können. Und dann haben wir, denke ich mal, soweit alles durch, was wir kaufen können. Warte mal, ich gucke noch mal ganz schnell bei... Oh, ich glaube, das ist hier drin. Das kostet auch Diamanten, das Erdferkel. Aber ich glaube, da hatten wir doch ein Puzzleteil für, ne? Fürs Erdferkelchen. So ein Ferkel. Hier hatte ich den Sekretär. Könnte ich jetzt theoretisch tauschen. Bringt mir 500 Tickets, ja. Ist leider jetzt nicht so viel. Was mir noch fehlt, ist die zweite Schlange. Die Anaconda, ne? 10.000, das ist ja toll, super. Hatte ich nicht. Nee, hatte ich nicht. Habe ich keins dazu gekriegt. Okay, na, macht ja nichts. Juti, dann haben wir das soweit durch. Warte mal, wir müssen hier mal gucken. Hier bei den Häschen bin ich ja am Züchten dabei. Dann nehmen wir ja diese Woche dran teil an der Hasenzucht. Ja, dann würde ich sagen, können wir uns auch endlich mal den Truhen widmen, die ich ja schon so Ewigkeiten mit mir rumschleppe. Ich hatte ja mal, ich glaube, das war noch letzten Monat oder ich weiß es gar nicht, da gab es eine seltene Truhe oder war es diesen Monat schon? Ich weiß es nicht. Im Kalender, ne, wenn man sich hier täglich einloggt. Und ich habe immer zu vergessen, mit euch darüber ein Video zu machen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die 7 Truhen einfach mal auf. Ja, dann gucken wir mal, was da Schönes drin ist. Tada! Jetzt geht's los. Eine Ziege. Polarwolf-Teil. Okay. Ich hätte es vielleicht doch hier machen sollen. So wie ich es immer aufmache. Okay. Naja, macht ja nichts. Seltenes Tierteil. Na, dann gucken wir doch mal. Oh, was bist du? Ein Flamingo? Wieder. Ah, der Polarfuchs. Na, den haben wir, ja. Kriege ich hier schon das zweite Mal eine Holzzaunecke. Was zur Hölle soll ich denn damit? Ja, okay. Die Polarfüchse habe ich schon platziert. Aber die könnte ich ja dann zum Eintauschen gebrauchen. Weil das bringt mich ja nicht weiter. So, jetzt machen wir mal wie immer hier. So mache ich das immer. Sehr gut. Naja, ein Hasenteil. Wahnsinn. Wahnsinn. Na gut. Gucken wir mal. Könnt ihr doch mal ein bisschen was Schönes jetzt mal reinklatschen hier. Und vor allem so, dass ich es auch kriege. Ein Klo. Und nochmal ein Hasen. Tada. Und nochmal ein Hasen. Sehr gut. Gut, Wasserstellen sind immer gut. Kann man immer gebrauchen. Machen wir einfach mal auf. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich will den Inhalt haben. Oh, hier ist nichts wirklich Schönes drin. Nichts, was man jetzt sagen könnte. Ja gut, Spielgerät ist auch immer gut. Weiter geht's. Alles aufmachen. So. Oh, hier ein Dschungeltrogteil. Das ist gut. Das kostet nämlich immer Diamanten. Das ist sehr schön. Oh, eine Lilie rot-gelb. Wie schön. Machen wir hier nochmal. Ach, lauter Hecken. Das ist die Heckenkiste gewesen. Ey, das ist so hässlich. Also ich weiß, ich finde das nicht schön, diese Glanzmispel. Aber naja, gut. Dafür haben wir andere Teile gekriegt. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich endlich alle Kisten auf. So, und weil ich hier schon mal in der Region unterwegs bin, ja, wo ist es denn jetzt? Ach, hier. Die letzte Folge, Leute, ich habe um 2:30 oder um 3 Uhr morgens diese Folge aufgenommen und ich habe mich eigentlich munter gefühlt, ja, aber ich habe es nicht auf den Schirm gekriegt, hier mal auf diesen Pfeil zu klicken. Ich habe es nicht hingekriegt, dafür mal ein ganz herzliches Dankeschön an eure Kommentare. Super lieb von euch. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass man ja hier mal klicken könnte, ja, noch zu. Es war wohl denn doch noch ein bisschen früh. Naja, so ist das eben. Ja, und da hatte ich ja durch die Zucht des Kodiakbären
einen Teil des Puzzles für den blonden Bären freigeschaltet. Wobei ich sagen muss, das hier geht eigentlich alles, ne? Das ist nur Level 3, was man freischalten muss, ne? Das ist noch okay. Ja, hier bei den grauen Pferdchen bin ich mehr oder weniger schon fast dabei. Das sind hier alles die Sachen, die anders sind, ne? Mit der anderen Farbe. Das ist, ja... Mein schwarz-weißer Hase möchte sich nicht vermehren, ne? Irgendwie möchte er nicht so ganz, wie er soll. Ich hoffe ja, dass das jetzt hier im Rahmen der Zuchtwoche dann vielleicht mal mit dabei ist, dass ich einen zweiten schwarz-weißen Hasen bekomme. Wenn ich denn nicht schon einen habe, was ich ja auch ganz gern mal vergesse, dass ich irgendwas schon habe. Nee. Haufenweise Schäfchen. Nö, alles gut. Habe ich tatsächlich nicht. Aber vielleicht habe ich ja diese Woche mal Glück und kriege ein schwarz-weißes Häschen dazu. Da würde ich es langfristig sogar so machen. Genau wie bei den Ziegen. Wenn das mal klappen sollte, dass ich die andere Farbe gezüchtet kriege, eine zweite Ziege, dann würde ich, bei den Ziegen habe ich schon zwei Gehege, ja, dann würde ich ein Gehege für die normalen Ziegen machen und ein Gehege für die, ich sag jetzt mal, besonderen Ziegen, beziehungsweise andersfarbigen, genauso wie bei den Häschen, ne? Ist ja nicht verkehrt, kann man ja mal haben, ne? Dass es das nochmal irgendwo gibt. Ja, bei den beiden hier, die sind schon Level 2, alle beide, sehr schön. Wenn ich denn meine Stelle hier wieder habe, dann würde ich hier ganz und gar sogar weiter, oder warte mal, warten Sie mal, können ja mal gucken, was mich hier so ein Stall kostet. 6.000. Kann ich mir leisten. Jetzt pass mal auf. So. Gehen Sie da mal bitte weg. Danke. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht ausbaue. Doch, ich muss es ausbauen. Mann, das gibt's doch nicht. Kann ich es bei den Ziegen reinstellen? Hallo? Wollte eigentlich so machen. Ach, immerzu muss man ja alles ausbauen. Gibt's doch nicht. So, wie sieht's hier aus? Ja, hier kann ich weitermachen. Und da würde ich jetzt wartet. Ich hoffe, es wird euch nicht schwindelig. Ich mach's extra mit Tastatur ein bisschen langsamer. Oh je. Bitte haltet durch. Es wird gleich vorbei sein. So, jetzt holen wir uns mal die Ziege raus. Und wartet, ich muss mal jetzt hier ein bisschen, oh, geht ein bisschen schneller so. Jetzt nehmen wir mal die 3 und eine 4 und eine 3. Und du bist eine 4. Dann nehmen wir jetzt mal eine 3 raus und nehmen dafür diese bunte Ziege rein. Tada! Und dann gucken wir mal, wenn wir jetzt hier in die Zucht gehen. Das war vielleicht Hammerglück. Vielleicht haben wir Glück, dass mal noch eine zweite bunte dabei rauskommt. Dann züchten wir gleich mit der. Und dann gucken wir mal. Weil ganz ehrlich, bisher war das nicht so von Erfolg gekrönt, dass man mal eine andere Farbe noch dazu bekommt. Aber gut, so ist das eben. Doch bei manchen hat es schon geklappt. Wie bei den Pferden, ne? Da hat das schon geklappt. Bei den Schafen hat ja das auch letztens geklappt. Mit dem braunen Schäfchenbaby hier. Na, schon Level 3. Sehr geil. Das hat funktioniert. Ja, ihr Lieben, ich würde aber sagen, für die Folge kommen wir zum Ende. Ist wieder einiges passiert. Schon wieder neue Tierarten. Also ich weiß mal auch nicht. Das wird jetzt demnächst sicherlich wieder weniger werden. Das hat sich jetzt so ergeben, weil ich das Geld hatte. Und ja, durch Zufall halt auch die Quest. Na, was heißt durch Zufall? Ja, das ist halt so. Ja, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.